Prost! Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Testwahl in Niedersachsen. Testwahlen bald bundesweit. Unsere Politiker trauen uns nicht mehr. Jetzt machen sie schon Testwahlen, weil sie auch den Umfragen nicht mehr vertrauen. Zuerst habe ich überhaupt nicht verstanden, ist das nun eine richtige Wahl oder ist das Ganze nur ein Test? Und welcher Sinn steckt hinter all dem? Langsam beginne ich zu begreifen den Sinn, der sich dahinter verbirgt. Denn wie seltsam ist das Endlager in Gorleben im Wahlkampf kein Thema. Es scheint erledigt oder stillschweigend beschlossene Sache zu sein, selbst für die Grünen. Dann haben alle Parteien ein gemeinsames Thema. Der Landwirtschaft in Niedersachsen Wirtschaftsfaktor Nummer 2 nach Volkswagen soll der Kampf angesagt werden. Kann man damit Wähler außer zum Stimmzettel ungültig machen, motivieren? So etwas hat doch bisher nur bei den 5% FDP-Wählern funktioniert. Ah, jetzt habe ich's. Ja, manchmal dauert das einfach, bis der Groschen fällt. CDU, SPD und Grüne und sonstige wollen sich die 5% gemeinsam mit der FDP teilen. Da hätte ich ja auch gleich drauf kommen können. Doch macht Politik so einen Sinn? Und wenn welchen? Ach, ich hatte es fast vergessen. Das Ganze ist ja nur ein Test. Wie viele Wähler werden daran beteiligt sein? Was passiert, wenn der Test schiefläuft? Dann wird der Test im Herbst bundesweit wiederholt. Und wenn das Ergebnis nicht den Erwartungen unserer Kanzlerin entspricht, dann wird die Wahl eben so oft wiederholt, bis es passt. Erst wenn sie, Angie die Erste, von Volkes Ungnaden aus dem märkischen Sande der Uckermark in ihrem Amte auf Lebenszeit bestätigt ist, wird weißer Rauch von Helmut Schmidts letzter Zigarette über dem Kanzleramt aufsteigen. Dann beginnt die Zeit von Butler Peer, der für einen Ehrensold, einen Eurojob, dem Lande dienen darf. Um der Kanzlerin das Wasserglas zu reichen, weil es für das Wasser eben nicht gereicht hat. Ich stand vor langer Zeit einmal vor der Wahl zwischen Wasser und Bier. Und habe mich dann doch für das Bier entschieden. Denn 10 Bier sind besser als 100 Wasser. Übrigens, wer die Wahl hat, hat die Qual. Und wer nicht wählt, wird weiter gequält. Entscheidet euch jetzt, auch wenn ihr zuvor schon 10 Bier getrunken habt. Dann seht ihr Deutschland, wie ich's mag. In diesem Sinne verbleibe ich, solltet ihr mich wieder wählen, bis zum nächsten Mal. Herzlichst, euer Franz 10 Bier. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV, kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media. Und jetzt ein Sendehinweis. Für die Inhalte des nachfolgend gesendeten Wahlwerbespottes sind nur allein ausschließlich die Parteien verantwortlich. Sie hören jetzt einen Wahlwerbespot der NWPD. Liebe Wählerinnen und Wähler, wir von der NWPD, der Nichtwählerpartei Deutschland, vertreten die Interessen der größten Wählergruppe in Deutschland überhaupt. Deswegen
deswegen wählt uns die NWPD. Unsere Ziele sind klar und deutlich und ehrlich, denn wir versprechen nichts. Wir werden nichts ändern, alles bleibt wie es ist und wird vielleicht sogar noch schlimmer. Wir haben kein Programm, wir sind grundauf ehrlich und wollen nur ein bisschen Spaß haben, wenn die anderen Parteien zusehen, wie die Nichtwähler den Sieg bei den Bundestagswahlen in diesem Jahr wieder erreichen werden. Denn seit Jahren sind wir es, die politisch nichts verändern, obwohl wir die Mehrheit in diesem Lande haben und diese Mehrheit wächst von Jahr zu Jahr. Deshalb eure Stimme für die NWPD. Sie hörten einen Wahlwerbespot der NWPD, der Nichtwählerpartei Deutschlands. Für die Inhalte des ausgestrahlten Wahlwerbespottes sind nur die Parteien alleine verantwortlich, nicht für das Radioprogramm, was sie eingeschaltet haben. Vielen Dank. Radio Freeform, RFF heißt der Sender, zu empfangen via Internet in aller Herren Länder.